Deutschlandfunk, Sternzeit. 15. September. Das Starship lässt die Luft brennen. Beim Flug eines Starship des Unternehmens SpaceX gibt es meist einen Webstream mit grandiosen Bildern der Kameras, die direkt am Raumschiff montiert sind. Besonders eindrucksvoll ist das rötlich glühende Plasma beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Nie zuvor war so schön zu sehen, wie sich die Luft rund um das Raumschiff aufheizt. Rast ein Körper, egal ob das Starship, eine Raumkapsel oder ein Meteorit, mit vielfacher Überschallgeschwindigkeit in die Atmosphäre, dann werden die Luftteilchen vor dem Raumfahrzeug extrem zusammengepresst. In dieser Stoßfront heizen sich die Luftmoleküle auf über 2000 Grad Celsius auf. Sie zerfallen in geladene Teilchen. Dieses Plasma umspült rotglühend das eindringende Starship, gut sichtbar unterhalb von etwa 100 Kilometern. Schwarze Hitzekacheln sollen das Raumschiff schützen. Ohne sie würde das Starship unweigerlich verglühen. Daher ist es wichtig, dass ein Raumschiff beim Flug durch die Atmosphäre stabil ausgerichtet ist. Sonst kann der Hitzeschild nichts ausrichten. Er besteht oft aus Glasfaserverbundstoffen und Kork. Solange die Hitze nicht ins Raumschiff kommt, kann nichts passieren, egal wie hell das Plasma glüht. Welche Gefahren drohen, zeigte die Katastrophe bei der Rückkehr der US-Raumfähre Columbia im Jahr 2003. Aufgrund eines Lochs im Hitzeschild einer Flügelvorderkante drangen die extrem heißen Teilchen ins Innere ein. Der Shuttle wurde wie mit einem Schneidbrenner zerstört. Die 7 Menschen an Bord kamen ums Leben.